Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Suikoden 2. So, da wollte noch die Cola mir Pfötchen geben, sozusagen. Ohne jetzt böse Bilder in euren Kopf zu setzen. Anyway, wir haben beim letzten Mal super souverän und vollkommen ohne Probleme den Berg Rakutai bezwungen, wenn man so will. Und heute können wir dann eigentlich das machen, was wir eigentlich machen sollten, zur Muse-Matilda-Grenze hin fortgehen. Latkomi, gehst du auch nach Muse? Ich muss dich darum bitten, lässt du mich mitgehen? Ich muss die Grenze überqueren, aber die Wachen suchen mich und alleine bin ich zu verdächtig. Okay. Ich danke dir. Ich schwöre dir bei meiner Ehre, dass ich dir dies nie vergessen werde. Du hast Ehre? Hab ich Ehre? Haben wir alle Ehre? Dunsoni... / 2? Dunsoni der Zweite? Geh ruhig in den Konvoi. Hups. Geh ruhig in den Konvoi, ja. Nein. Hallo. Gehst du nach Muse? Es ist sehr gefährlich wegen der Flüchtlingsjagd, die gegenwärtig dort vor sich geht. Du bist ja Miklotov. Verdammt. Passier mit Gewalt. Oh ja, Sir Miklotov, wir haben eine Nachricht von Sir Camus erhalten. Sie lautet, dass wir uns nicht in eine geheime Mission einmischen sollen, aber bitte sei vorsichtig. Aha, das war einfach. Camus. Gehen wir, Latkomi. Ist kein Opfer, aber seine Nachricht soll nicht umsonst gewesen sein. Njo. Mann, ich fühle mich so richtig schnell. Wann ist schon immer weiße Tiger? Ach, ich glaube nicht. Vielleicht doch. Also. Vom Geld her definitiv nicht. Aber. Ja, wobei wir sind sehr weit im Matilda-Gebiet. Vielleicht liegt es daran. Weil Muse kennen wir. Es ist ja nicht so, als wären wir. Jetzt das allererste Mal in diesem Spiel in Muse. War das schon immer so viel? Achso, wir sind sehr weit entfernt davon. Ich wollte gerade sagen, so, dort in der Ferne liegt Muse. Wir müssen von hier an besonders vorsichtig sein. Was? Was? Wie, wo, war was? Außer das ist eine richtige Cutscene. Ich mach mal lauter. Ich bin weg. Ich bin raus hier. Das wird zu gruselig. FMVs. Seht doch nur, wie wunderschön das ist. Zuzuschauen, wie ihre schmutzigen Seelen in die Vergessenheit gesaugt werden. Was ist denn los? Glaubst du etwa nicht, dass es schön ist? Wurdest du etwa auch ohne das edle Blut deines Vaters geboren? Warum würdest du mich so etwas fragen? Weil du mich interessierst. Deine Augen unterscheiden sich von denen dieser anderen Schweine. Direkt unter der Oberfläche kann ich die Dunkelheit in dir sehen. Ich bin sicher, dass du es auch fühlst. Aber ich bin meinem Vater dankbar dafür, dass er mich aufgenommen hat. Opfern wir ihre Seelen. Befreien wir die böse Bestie. Reinigen wir dieses verfaulte Land. Okay. Cool. Machen wir das? Was in aller Welt? Kann ich da reingehen?
Also tatsächlich. Achso, ich soll sogar da reingehen. Es ist schon eine Weile her, aber es gibt keine Zeichen von Leben mehr. Ja, Tür ist zu. Ich glaube, wir müssen hier auch nichts mehr machen. Es ist abgefahren, ne? Wir haben also nur aus dem Punkt heraus, wenn wir bedenken, irgendwo muss ich doch nach, oder vielleicht muss ich nach ganz oben gehen, das könnte auch sein. Johnston Hill hieß es ja damals. Wie war das links rum? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist schon so lange her. Augenscheinlich nicht hier lang. Oh, kein Schmied. Ich bin ja ein Schmied, der meine Waffen so viel besser war. Es ist lange her, dass wir in Johnston Hill waren. Beziehungsweise es ist auch sehr lange her, dass wir in Muse waren. Ja, Johnston Hill klingt richtig. Ich wollte eigentlich nicht dahin gehen, wo Luca Blight ist, aber ja. Hilf mir. Stopp! Identifiziert euch! Wir brauchen uns seinesgleichen nicht vorzustellen. Irgendwas ist merkwürdig mit ihnen. Nehmt sie fest! Irgendwas ist merkwürdig an ihnen. Ist es vielleicht der Punkt, dass wir sagen, ey, du kannst mich mal? Ja, nur so ein Gefühl, so eine Frage. Shiro so, ich bin ein Feuerwolf. Irgendwas ist merkwürdig an ihnen. Sie haben einen Wolf, der heult und auf einmal fliegt Feuer von oben auf uns herab. So viele Feuerwände brauche ich eh nicht. Eigentlich brauche ich die ganzen Zauber da nicht so unbedingt. Ah, egal. Wer in aller Welt sind diese Kerle? Oh. Ist alles in Ordnung? Was zum Teufel ist denn passiert? Ein Monster. Ein silbernes Monster. Alle wurden lebendig gefressen. Meine Frau. Meine Kinder. Mein Vater. Meine Mutter. Es hat sie alle erwischt. Alle. Gefressen, lebendig. Hey, beruhig dich. Verdammt, dieser Bastard, Luca Blight. Wie kann er es nur wagen? Dafür wird er bezahlen. Lord Kami, ich gehe zurück nach Rockex. Ich werde diese Highlander dorthin zurückschicken, woher sie gekommen sind. Also nach Highland. Da sind sie. Beeil dich, wir dürfen nicht gefangen werden. Okay. Wird schön hier, ich hätte ja eine Postkarte mitgenommen, aber die Läden sind ja alle zu. Oh. Okay. Ich habe nur meine Konsole gehört. Die hat wieder so ein ja, nicht knack gemacht, aber ihr kennt das, wenn die Konsolen früher geladen haben. Ne? Das Geräusch hat sie gemacht. In dem Moment war es so, ah ja, okay. Ich werde wohl wieder kämpfen. War interessant, dass sie gegen die Lanzen... Heini sie nicht einfach abhauen kann, beziehungsweise sie loslassen kann. So. Geh zu Luca Blight, hol dir deinen Lohn ab. Ist besser, als wenn du gegen mich kämpfen würdest. Naja. Jetzt wissen wir eigentlich immer noch nicht wirklich viel mehr, außer dass halt eine silberne Bestie da gewesen sein soll. Aber okay, Zeitritter. Es ist Zeit für Buttertoast! Oh, sie. Na, was kannst du denn so Cooles? Aha. Ah, nein, ein Schaden bei Humphrey. Humphrey, nein, stirb nicht, Humphrey. Ich brauch dich noch, denke ich. Also zumindest mit seiner Verteidigung. Mann. Ja, und wie war so euer Erlebnis mit dem letzten Part? Naja, werdet ihr mir ja drunter geschrieben haben, aber war eine schöne Sache, ne? Ein bisschen komplizierter als gedacht, aber hey. Suikoden ist übrigens so eine LP, wo ich mich zurücklehnen kann, ne? Ich kann das einhändig spielen, das ist wunderschön, ich muss nur aufpassen, dass ich dann dabei nicht einschlafe. Wobei...
na, wenn ich einschlafen würde, würde ich wahrscheinlich draufgehen. Hat man ja bei der Harpie gesehen. Nicht, dass ich da eingeschlafen bin, aber hätte ich da die Augen zugemacht und einfach nur drauf gedrückt, dann wäre ich in 3 Runden tot gewesen. Sir Miklotov, ich bin so froh, dass du es sicher zurückgeschafft hast. Nach dem Vorfahrt uns Lord Gerudo sofort befohlen, die Grenze zu schließen und niemanden hineinzulassen. Wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Ich danke dir für deine Besorgnis. Wichtiges Gespräch. Ohne dieses Gespräch würde dieses Spiel nicht weitergehen können. Weiter geht's. Es ist so schön ähnlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in diesem LP schon mal über die gestoßen sind. Also genau dieses LP. Aber die Phantome als solche, das waren Gegner, die haben wir schon im ersten Teil gesehen. Und natürlich gefrühstückt, als wäre es gar nichts, denn ich bin ein Gott in diesem Spiel und ich sterbe nie. Ne, aber die haben wir schon mal gesehen. Irgendwie haben wir es zurückgeschafft. Aber die Leute vom Muse, Lord Commie, ich bin sicher, Lord Gerudo wird verstehen, dass wir Dinge machen müssen. Warum sind die R2 Knöpfe auch Tasten? Das ist echt doof. Ich schwöre bei meinen Händen, Luca Blight wird fallen. Beeil dich, Commie. Jetzt wird sich das Rittertum von Matilda mit Sicherheit als Alliierte anschließen. Okay, das klingt doch mal zumindest positiv. Wenn man bedenkt, was hier sonst so abgeht. Ist ansonsten ja eine schöne Gegend hier, ne? Im Großen und Ganzen. Moment, ging es hier hoch? Nee, doch, ja, nein, nee, hier war der Stall oder was auch immer. Dinget. Ist das eigentlich, es gibt blaue Ritter, rote Ritter, weiße Ritter? Oder sind die weißen Ritter die super Spezialgarde? Oder. Und dann gibt es ein Hausmädchen, was verwirrt da durch die Gegend rennt? Ja, das ist alles sehr merkwürdig hier. So, du bist also zurückgekommen, Miklotov. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Ja, ich traf Lord Commie auf dem Weg. Und wir reisten zusammen, aber das ist jetzt egal. Wo ist Lord Gerudo? Ist etwas geschehen? Du bist normalerweise nicht so anmaßend. Etwas ist geschehen. Ich kenne nur Bruchstücke der Geschichte. Aber diese Hunde aus Highland richten schreckliche Dinge an. Beruhig dich. Ein Ritter sollte in der Lage sein, seine eigenen Gefühle unter Kontrolle zu haben. Du verstehst nicht. Aus dem Weg, Camus. Diese Gefühle können nicht kontrolliert werden. Was ist denn bloß in ihn gefahren? Ich mag dein Cape. Ich sehe, dass du sicher zurückgekehrt bist, Miklotov. Lord Gerudo, ich habe eine Bitte. Bitte lass mich die Armee oder sogar nur meine eigene Schwadron der blauen Ritter nehmen und nach Muse eindringen. Bist du verrückt? Warum sollten wir das tun? Highland hat keine Absicht, uns zu bekämpfen, aber du willst einen Krieg mit ihnen beginnen? Die Armee von Highland trieb alle Menschen aus Muse und den umliegenden Städten zusammen und opferte sie in einer Art bizarrem Ritual. Es war ein Massaker. Wir können nicht einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Wo bleibt da unsere Ehre als Ritter? Ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber wir Ritter haben die Verantwortung, dieses Land zu regieren. Wir können nicht einfach unsere Bürger in gefährliche Situationen bringen. Du kannst nicht damit rechnen, dass Highland uns lange in Ruhe lässt. Wenn die anderen Städte des Staates fallen, wird Luca Blight auch uns zerstören. Ruhe! Das Massaker, von dem du plapperst. Hast du es wirklich mit deinen eigenen Augen gesehen? Nein, aber wir wissen, dass sie alle Flüchtlinge gefangen haben. Halt den Mund! Du sprichst von ritterlicher Ehre. Als Captain der Ritter hast du mir nicht bei dem Emblem auf deiner Brust geschworen, dass du mir bis in alle Ewigkeit loyal bleibst. Ist ein Bruch dieses Schwurs Teil deiner ritterlichen Ehre? Ich tat es. Ich habe bei diesem Emblem geschworen. Aber dies ist meine wahre ritterliche Ehre. Ha, die wahre ritterliche Ehre. Jetzt kommt er damit um die Ecke. Wenn du das so haben willst, in Ordnung. Nun geh mir aus den Augen. Ein Schwur brechen. Ein Schwur der Loyalität zu brechen ist die größte Schande für einen Ritter. Aber ich bin. Ich bin in erster Linie ein Mensch und in zweiter Linie ein Ritter. Ich brauche diesen Titel nicht. Ich beuge mich selbst der Schande, die du auf mich häufst. Aber ich werde dir niemals vergeben. Ich kann nicht tatenlos daneben stehen, wenn Leben nutzlos fortgeworfen werden. Du
brichst deinen Eid. Miklotov ist nur ärgerlich. Lass ihn sich ein bisschen beruhigen. Du bist gerade rechtzeitig gekommen, Camus. Nimm diesen Mann fest. Wirf ihn ins Gefängnis. Miklotov gefangen nehmen? Das kann ich nicht tun. Was? Was hast du da gesagt? Ich schätze, dass ich meinen Eid auch brechen werde. Ich kann dir nicht gehorchen. Camus. Lord Cobby, bitte erlaube Miklotov und mir, dass wir uns der Death Armee anschließen. Wir sind nicht länger Ritter, aber wir besitzen immer noch unsere Herzen und unsere Fähigkeiten. Wir werden dir sicher helfen können. Dun-dun-dun. Merci. Merci désolé. Und so. Ihr Verräter! Ihr könnt nicht einfach davon gehen! Du, Wachen, nehmt sie alle fest! Rasch, beeilt euch! Naja, beeil dich stand da, aber der kann ja wohl nicht mit einer Wache nur reden, oder? Ich meine, gut, kann er schon, aber... Sir Camus, Sir Miklotov, bitte lasst mich euch begleiten, ich möchte an eurer Seite kämpfen! Du... Sir Miklotov, bitte nimm mich auch mit! Kann ich die Dinger teuer verkaufen? Hm? Ihr Idioten, ihr habt also eine Handvoll Ritter gegen mich gewendet. Was glaubt ihr denn, was ihr damit erreicht? Pff, es tut mir leid, alle. Lord Cobby, es ist nicht sicher, wenn ihr länger in dieser Burg bleibt. Ja, wir gehen jetzt. Wir müssen aus der Burg entkommen, ehe Gerudo seine Armee ruft. Miklotov, du gehst mit Lord Cobby. Ich werde einige der anderen Ritter mit mir nehmen und euch folgen. Ich sollte eigentlich in der Lage sein, einige mehr davon zu überzeugen, sich uns anzuschließen. Auch wie ich es hasse, sie zum Hochverrat zu verleiten. Sei vorsichtig. Keine Sorge, ich komme bald. Ich komme bald oder stand er zurück? Ja, egal. Ja, er kommt jedenfalls demnächst mal mit. Wir müssen uns beeilen. Die Grenze nach Muse ist möglicherweise immer noch unter Gerudos Kontrolle. Darum müssen wir durch Greenhill entkommen. Natürlich. Also ich mag ihn ja sehr, ne? Außer dieser Potschnitt. Der Potschnitt ist jetzt nicht ganz so Töfte, aber naja. Wir sollten jetzt in Sicherheit sein. Ich bin so müde von der ständigen Flucht. Lord Miklotov, sie verfolgen uns. Was? Es sind zu viele. Jeps! Es ist okay. Wir werden irgendwie triumphieren. Bereitet euch auf den Kampf vor. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wir sind gekommen, um dich zurückzubegleiten, Lord Cobby. Schuh, Gott sei Dank, dann haben wir eine Chance im Kampf. Ich bezweifle, dass du uns brauchen wirst. Sieh dir deine Verfolger einmal etwas näher an. Es tut mir leid, dass wir so spät kommen, Miklotov. Camus, du. Was ist mit all diesen Leuten? Sie teilen unsere Abscheu für Gerudos Methoden. Etwa die Hälfte der roten und blauen Ritter haben sich entschlossen, sich uns anzuschließen. Ihr müsst Lord Camus und Lord Miklotov sein. Ich bin Shu, der Stratege der Death Armee. Es ist mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Ich bin der frühere Captain der blauen Ritter von Matilda Miklotov. Und ich bin Camus, früherer Captain der roten Ritter. Nun ein einfacher Schwertkämpfer. Die Death Armee heißt euch beide willkommen. Lord Cobby, wir müssen sofort zurückkehren. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch der Aufmerksamkeit der Armee von Greenhill entziehen können. Der Armee? Meinen wir jetzt die Highland-Truppen in Greenhill? Ich meine, ich schätze mal. Würde anders keinen Sinn machen. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben zwei neue Verbündete und einen großen Teil einer neuen Armee auf unserer Seite. Und beim nächsten Mal geht es dann tatsächlich auch direkt wieder mehr oder minder mit Action weiter, weil wir ich greife so minimal vor, weil wir tatsächlich Richtung Schlacht wieder gehen. Die erste. Es ist Schlacht Nummer 6, also Schlachten, diese Oberweltkarten-Dinger da,
Es ist die sechste Schlacht und die erste, die wir mehr oder minder wirklich schlagen können, weil wir jetzt tatsächlich viele Leute haben und nicht mehr so viel vom Computer gemacht wird. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Da bin ich gespannt.